Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 3. Ja, weiter geht die Reise. Das war bestimmt. Aber dieser das Tommy Marcano war in dem Brand, ist das wirklich schade. War ein kluger Kopf, was man so hört. Wenn er Scheiße redet, als ob er von nichts aus müssen. So. Der Wichser ist so weiß, dass ich jedes Mal, wenn er im Fernsehen auftritt, die. So, wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Und die heißt... machen wir ja dort weiter die Müllentsorgung. Bestimmt, die hat mal, das haben wir angekündigt, ja. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall ein Auto krallen. Und dann geht's heute weiter mit Mafia 3. Unseren Freund Lincoln Clay. Sorry, wenn ich in den letzten Folgen mal ein bisschen ausgerastet bin durch. Es passiert manchmal, dass es halt genau, dass es einfach nicht läuft. Aber, ja, wir haben ihn dann am Ende durchbekommen. Obwohl er tatsächlich durchaus ja, ziemlich tricky zu kriegen war. So war es eigentlich richtig gemeint. So, wir gehen mal rein. Du bist nicht das, was ich erwartet habe. Was? Dann gehe ich wieder. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte natürlich nicht gehen. Ich will suche den, diesen Hilfekasten mir nochmal hier im Kunst. Ja, kurz plündern. So, dann quatschen wir mit Eva, Maria Baba. Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Was? Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich. Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Baba. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen, aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Ein paar von Mr. Simmons' Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen. Ach, das mit den Leichen kriegen wir hin. Dafür gibt es ja Alligatoren. So, genau. Wir machen heute... 50.000 für die Müllentsorgung sollen wir klar machen. Moment, ich suche gerade... Wo ist das Ding? Da unten. So, okay, dann machen wir als nächstes jetzt das. Ups, Entschuldigung. Den dreckigen Teil dieser Stadt wieder halbwegs auf unsere Seite zu bringen. Nein, ich werde jetzt nicht da hinlaufen. Ich suche gerade eigentlich nur ein Auto. Nein, ich will unbedingt kein Auto holen. Ach nee. Die haben eigentlich die unten? Die liegt unten, ne? Das wird ja mehr anzeigen, dass das Ding oben liegt. Hier ist es auch. So. Oh, ach, hier kommen wir mittlerweile wieder. Okay. Dann hole ich noch den Erste-Hilfe-Kasten. Der ist drin wahrscheinlich, ne? Ja, verdammt. Arschloch. So. So. Genau. Wir fangen an. Sabotiere die Müllkipperwelt. Sprengladungen. Wie auch immer.
Das ist wahrscheinlich hier hinter, ne? Da ist es noch, Gott. Orte wie dieser sind der Grund, warum wir noch Umweltschutzbehörden brauchen. Wie auch immer. Nummer 9. Rennt so schnell wie ihr könnt! Die geschmierten Cops in Barclay müssen sich zurückhalten. Alles klar. Ich lasse die Alte jetzt gerade mal ein bisschen in Ruhe. So, okay, wir sollen auf jeden Fall heute ein bisschen Schaden auf der Müllkippe sorgen. So ist es richtig. Damit fangen wir auf jeden Fall heute an, aber schon ein bisschen was gemacht haben heute. Ich weiß noch nicht, ob wir das nicht alles hinbekommen. Ich denke, dass wir es jetzt hier den ersten Teil machen und danach weitermachen. Es fehlt ja nicht mehr so viel, liebe Leute. Wenn man uns mal auf die Abschlussliste guckt. Es fehlt noch ein Name. Scheint wohl eine junge Frau zu sein. Ich denke, das könnte sein, dass es hier tatsächlich auch einer aus dem Marcano-Clan ist. Und uns fehlt auch noch Enzo Conti. Und dann hätten wir den Weg frei. Aber das heute schaffen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das heute die Aufnahme zwischen schaffen wir wahrscheinlich nicht eher. Aber all uns ja momentan auch nicht voraus. Und dann weiß ich ungefähr, wann ich hier mit dem nächsten Teil anfangen soll. Nämlich mit wird mal sie. Geht's danach los. Dass du da schon mal Bescheid wissen, was als nächstes kommt auf meinem Kanal. So. Danke, Mann. Ich brauche ein paar Schützen für. Muss nicht weiterreden. So, der Überfallkommando ist angefeuert. Hoffentlich interessieren die jetzt gerade nicht da oben. Die kommt von da ganz oben. Da kommt sie doch schon. So. Geht ihm aus dem Weg, dann benutzt er das Ding vielleicht nicht. Das war verdammt gewiegt, das sagt. So. Tut dich der Teufel, du Wichser! Geht hier nicht drum rum! Renn oder still! Renn um! Jetzt tut dich der Teufel, du... Ein nass Arschloch! Die machen uns hier fertig! Okay. Ich mach ihn hier von der anderen Seite! Jetzt hab ich dich, Großmaul! Sven, du warst immer noch nicht da. Scheiße, ich brauch das. Das ist nicht wahr. Wo bleibt mein Überfallkommando, ja? Haben die sich... Oh, das ist doch zum Kotzen gerade. Nur weil die jetzt auf einmal alle noch angeschissen kamen und der nicht auf den zielen wollte. Genau das meine ich. Ach, Mann. Darf ich hier wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal neu rennen. $30, naja, das geht noch. Ah, das Gute ist, hier sind sie. Du verdammter Glücksbär!
Ich habe ein System. Das ist alles. Ah. So. Jetzt auch weg, der Kollege. Einer schleicht noch hier oben rum, das weiß ich. Vielleicht brauchen wir neue Würfel. Es sind nicht die Würfel. Du sollst aufhören, wenn es am schönsten ist. Nur noch ein Spielchen. Ich muss dich... Du musst gar nichts. Wirklich tun? Mach den Penner zu dir rüber! Er ist hier drüben! Ich hab meinen Mann verloren! Ich geh in Deckung! Oh, gute Nacht! Er kann uns nicht alle töten! Kann ich wohl! Ich geh in Deckung! Kommt der nicht, oder was? Doch, der eine kommt da vorne. Der Drecksack gehört mir! Nehmt ihr den Gott, der Drecksack gehört! Die Waffe ist leer! Greif! Bitte nicht töten! Bitte! So. Lauf! Lauf weg! Der kommt hier hoch, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Gedacht. So. Wir gehen dir kommen. Was ist denn? Scheiße. Gerade war der Penner noch hier. Geh mal zurück und sieh nach. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Er macht uns fertig! Da, wehr diesen Sack um! Der ist tot. Aber das ist nur noch zwei! Los geht's! Der unten ist der. Komm her. Hol mich hier raus! Scheiße, ich stecke fest! Ich hab dich gekriegt. Na komm. Komm hier nicht weg! Das ist bestimmt von da unten, oder was? Komm her, Kollege. Keine Spur von. Hätte schwören können, dass er hier war. Ja. Nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Abi, hier drüben. Komm ich da nicht rein? Brauchst du auch nicht. So, komm her, Kollege, komm raus.
denke, das war's dann wohl. Lauf! Scheiße. Kriegt ihr den fucking Zaun nicht erwischt? Das ist egal, die Rolle. Deswegen hat er überlebt die ganze Zeit. Den fucking Zaun überlebt der Pisser. Na komm. Kannst du mal. Ich denke, das war's dann wohl. Ja, okay. Das ist nur eh nur noch der eine, ne? So, ich nehme mal Munition mit, definitiv. Und die schusssichere Weste. Kriegst du dich da hinten weggeschossen oder so weggeholt? Ich meine, das ist eh nur noch der eine, den kriege ich jetzt nur weggezogen, aber. Ich denke, das war's dann wohl. Alter, oben lang. Ist so meine Vermutung, ne? Warte mal. Wie komme ich denn da oben jetzt rein? Ich will dich hier nicht mehr. Ich hätte schwören können, dass er hier war. Es gibt nur begrenzt Plätze, sich zu verstecken. Ja, scheiße, wa? Warte mal. Den kriege ich doch da oben noch raus. Den kriege ich noch da unten raus, warte mal. Aber ich habe ja ein bisschen Zeit. So, jetzt bin ich mit es gibt nur begrenzt Plätze, sich zu verstecken. Ah, laber nur mal, ruhig, das kriege ich schon noch hin. Die kriege ich da unten raus. So, ich nehme die ganze Kohle mal mit, das ganze Ding mit. Eins von drei, da haben wir. So. Viel Geld könnte er eh nicht mehr hier bunkern, dann ist eigentlich nur ein. Keine Spur von ihm. Freiwillig hochgekommen. Selber schuld, Idiot. Selber schuld. Das ist aus welcher Leine, welch runtergekommen. So. Jetzt wollte ich die Folge nicht noch abbrechen. Ich mache das jetzt nämlich hier noch fertig. Und dann jagen wir die kleine Müllkippe nochmal in die Luft. Verschwinde von der Müllkippe. Ja, was soll das doch mal? Haben wir zweimal laufen, wenn man nicht, ne? Und das war mal ein Knalleffekt. Nochmal einen kleinen Knall zum Ende der Folge. Nummer 1. So. Gut. Die Müllkippe ist sabotiert. Und weiter geht's jetzt mit dem nächsten Teil. Nicht jetzt, aber später. Befragen die Presse. Okay. Das machen wir dann aber, würde ich sagen, definitiv im nächsten Part bei Mafia 3.